Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Trek Online auf klingonischer Seite mit eurem LP Gima Steffen und Kana. Und wir müssen jetzt in das Nog-System und irgendwelche Feinde angreifen. Dann fliegen wir mal los. Energie. So. Ich habe auch noch etwas an der Grafik geschraubt. Ich hoffe, sie ist jetzt noch ein Stückchen besser für euch. Und ja, werden wir weiter sehen. Flüssig läuft es ja auf jeden Fall. Hang tut es schon mal nicht, das ist gut. Und ja, ich werde mich Stück für Stück hocharbeiten, um eine bessere Qualität für euch zu erreichen. Na? Aber jetzt kümmern wir uns einfach wieder ums Spiel. Und machen erstmal ein bisschen Krieg mit, keine Ahnung, wer da Krieg möchte gerade. So. Und bei Gelegenheit werde ich wahrscheinlich auch mal das Flotten-Event machen, das neue, von Staffel 9. Weil das interessiert mich auch brennend. Das werde ich natürlich für euch auch aufnehmen. Das ist vielleicht so eine kleine Special-Folge, also nicht als Display-Folge, sondern als Special. Als Sonderfolge, weil ich sehe das so als was Besonderes an, würde ich mal sagen. So, wo bin ich denn hier? Ruhrabende. Keines Bereichs. Wo ist denn das System? Oh, ganz am Rand des Sektors hier. Ist euer Ernst? Am Rand des klingonischen Sektors. Na toll. Kann man dass da Feinde lauern, ne? So. Ich wundere, wenn ich mal zwischendurch ein bisschen ruhig bin. Ich nehme mal einen Schluck warmen Tee, weil ich habe gleich einen Halsschmerz. Und ich hoffe, das hilft ein bisschen dagegen an, weil ich ja noch ein paar Spiele aufnehmen muss heute. Aufnahmesession. Da sollte meine Stimme schon durchhallen. In der Woche kannst du ja meinetwegen abschmieren, meine Stimme. Das ist mir egal. Aber wenn ich aufnehmen möchte, sollte sie schon anwesend bleiben und nicht abschmieren. Eine gute Stimme. So. Ah, da sind wir ja schon. Ein Asteroidenfeld. Na toll, wieder einmal. Warum bin ich eigentlich immer nur in Asteroidengürteln oder Feldern unterwegs? Das geht ja mal gar nicht hier. Aber naja. Was soll's. So. Schauen wir mal. Und eine episch schneller Ladescreen. Guckt euch mal die Ladezeit an hier. Das ist ja gerade echt erbärmlich langsam. Die Preps laufen hier mit 60. Die Preps laufen mit 60 gerade hier. Anzeige, die sind auf super hoch gerade. Was mich gerade wundert, dass die so hoch laufen während der Aufnahme. Oh, jetzt petzt doch noch nach. Das Spiel gibt's nicht. So, was geht da ab? Kampfgruppe untersuchen. Da fliege ich alleine hin. Toll. So, mache ich. Oh, zerstört auch noch. Ich dachte noch intakt. Sehe ich auch. Da, da. Sind das ein Portal? Sehe ich das richtig? Ab geht's. Hier ist auch noch was. Sehe ich. Das ist am nächsten. Nehme ich das mal das hier unten in der Ecke. Oder das? Welches ist denn das? Ja, das hier. Was ist das für ein Portal? Das sieht irgendwie sehr komisch aus. So.
Fekiri, Horden Anführer. Oh je. Was? Vielleicht gibt es auch Märchen? Sag mal, was erlebt ihr denn? Sagt ihr, lebt in der Zukunft und nicht in der Gegenwart. Märchen, also hallo. Feuer frei. Das stört die Scheiße. Jetzt kümmere ich mich um die Idioten hier. Die stören mich gerade etwas. Kommt her. Keine Chance hier. Waffenenergie, volle Power. Schilde. Energie, Maximum. So. Bam, bam, bam. Weg mit ihr. Wer schießt mir da in den Arsch? Doch, das gibt's nicht. Das ist sehr ungehörig von dir, ne? Von hinten gibt's kein Kindergeld. Hau ab, du Schwuchtel. So. Oh Gott, hält ja gar nichts aus. Bam, weg ist er. Jetzt kümmern wir uns um das Portal hier. Wow, was war das? So, was gibt's Schönes? Und Feuer. Ja, Portalblatt. Stopp. So. Stupid ist es. Ja, die Minen kam es etwas spät. Ja. Mit voller Power zum nächsten. Am Rande dieses Asteroidens. Da. Und Feuer auf. Oh. Da sind noch ein paar Meter. Ja, jetzt sind es noch Feinde. Bis ich da drauf schieße. Pass auf. Jetzt sind es recht Feinde. Pass auf. Jetzt sind es Feinde. So. Guck mal, ich mach eures Portal kaputt, wo ihr durchkommt. Wie findet ihr das? Ihr findet das sehr nett, sehe ich gerade. Oh, ein gutes Abfahrt hier. Alter Schwede hier. Geile Destruktoren. Aber die haben auch gute, ja. Oh, da ist schon ein bisschen mehr aus hier, habe ich so ein Gefühl. Da, Schilder verstärken. Wunderbar. Da haben sie nämlich keine Chance gegen mich. So. Kommt ja nicht so nah, ich habe ja Verminen. Oh, schön, auf ungeschützte Seite. Und den noch da oben. Geil. Wow, was war das? So, bam. Auf die Schnauze, aber richtig. Juhu. Wo war das letzte? Da drüben irgendwo. Da unten. Am Arsch der Galaxie hier. Da unten in der Ecke. So, fliegen wir mal gemütlich hin. Zum letzten Portal. Machen die drei, vier Schiffe noch platt und dann keine Chance. Und ich frage mich, wie haben die großen drei Schiffe kaputt bekommen? Ich bin alleine mit einer kleinen Raptor-Klasse. Also, irgendwie ist mir das nicht ganz komisch. Gefällt mir nicht gerade, dass die drei groß kaputt bekommen haben und ich mit meiner kleinen Raptor-Fregatte macht drei Schiffe alleine platt. Irgendwie unlogisch, oder? Aber wie es weitergeht mit den komischen Feinden da, sehen wir dann nächste Folge. Und ja, ich sag dann mal Schaui Raui, bis zur nächsten Folge, und ich nehme einen Spruch von Kronk und Sasa. Bis bald.
Selbe Welle, selbe Stelle. Tschüss.